Hallo, wir werden uns heute mit dem Kreisring auseinandersetzen. Sehen wir uns den Kreisring genauer an. Wir sehen hier einen Kreisring mit dem Mittelpunkt M. Ein Kreisring besteht aus zwei unterschiedlichen Kreisen. Einen größeren Kreis, hier in Rot gekennzeichnet, und einen kleineren Kreis, hier in Schwarz gekennzeichnet. Wir können also R1, den Radius des größeren Kreises, einzeichnen, sowie R2, den Radius des kleineren Kreises. Des Weiteren können wir die Breite des Kreisrings kennzeichnen. Fassen wir noch einmal zusammen. Ein Kreisring setzt sich aus zwei Kreisen, die denselben Mittelpunkt, aber einen unterschiedlichen Radius haben, zusammen. Solche Kreise nennt man auch konzentrische Kreise. Die Breite des Kreisrings ist die Differenz der beiden Radien. Also R1 minus R2. Wie können wir uns nun den Umfang eines Kreisrings berechnen? Ich habe euch hier den Umfang in grün gekennzeichnet. Um den gesamten Umfang eines Kreisrings zu erhalten, müssen wir den Umfang des großen Kreises plus den Umfang des kleinen Kreises rechnen. Wir setzen daher für den Umfang des großen Kreises 2 mal R1 mal Pi ein. Und für den des kleinen Kreises 2 mal R2 mal Pi, da wir ja zwei unterschiedliche Radien haben. Können wir hier vielleicht etwas herausheben, also faktorisieren? Drücke auf Stopp und überlege. Genau, hier können wir 2 und Pi herausheben. Somit erhalten wir unsere Formel für den Umfang von U ist gleich 2 mal Pi mal in Klammer auf R1 plus R2. Wie sieht es nun mit dem Flächeninhalt aus? Den Flächeninhalt habe ich euch hier in einem hellen Rot markiert. Diesen wollen wir uns berechnen. Wie funktioniert das? Auch hier müssen wir, um den gesamten Flächeninhalt des Kreisrings zu erhalten, den Flächeninhalt des großen Kreises minus den Flächeninhalt des kleinen Kreises rechnen. Wir setzen für den Flächeninhalt des großen Kreises R1 zum Quadrat mal Pi und für den des kleinen Kreises R2 zum Quadrat mal Pi ein. Drücke erneut auf Stopp und überlege dir, ob du auch hier etwas faktorisieren kannst. Genau, hier können wir Pi herausheben, also faktorisieren. Wir erhalten somit unseren Flächeninhalt für den Kreisring von A ist gleich Pi mal in Klammer auf R1 zum Quadrat minus R2 zum Quadrat. Da wir nun alle wichtigen Themen des Kreises gemeinsam besprochen haben, habe ich euch hier eine Übersicht zu den wichtigsten Formeln zusammengestellt. Druckt euch diese Übersicht am besten aus, indem ihr einen Screenshot macht oder schreibt sie ab. Diese Formeln sind wirklich sehr wichtig und du solltest sie beherrschen. Natürlich habe ich auch heute wieder ein Kreistoto für euch. Wie funktioniert das noch einmal? Also, du hast im Anschluss 6 Fragen mit jeweils 2 Antwortmöglichkeiten. Bist du der Meinung, dass Antwortmöglichkeit 1, also Tipp 1, richtig ist, so notiere dir eine 1 in die Tabelle. Bist du der Meinung, dass Tipp 2 stimmt, so notiere dir eine 2. Stimmen jedoch beide Aussagen oder sind beide falsch, so notiere dir ein X. Drücke nun auf Stopp und versuche diese 6 Fragen zu beantworten. Ich blende euch nun die Lösungen ein. Erste Frage. Die schwarz gekennzeichnete Fläche nennt man zweitens Kreisring, den haben wir ja gerade besprochen. Zweite Frage. Die Breite des Kreisrings ist erstens die Differenz der beiden Radien. Drittens, Kreise mit gemeinsamem Mittelpunkt nennt man erstens konzentrische Kreise. Vierte Frage, den Umfang eines Kreisrings berechnet man mit der Formel. Hier stimmen beide Antwortmöglichkeiten. Warum? In Antwortmöglichkeit 1 wurde einfach weiter faktorisiert. Frage 5, ein Kreisring setzt sich aus zwei Kreisen, die einen entweder erstens gleich großen Radius oder zweitens unterschiedlichen Mittelpunkt haben, zusammen. Hier sind beide Antwortmöglichkeiten falsch, denn ein Kreisring setzt sich aus zwei Kreisen, die einen unterschiedlichen Radius und einen gemeinsamen Mittelpunkt haben, zusammen. Sechstens. Die Formel zur Flächenberechnung eines Kreisrings lautet zweitens a ist gleich pi mal r1 zum Quadrat minus r2 zum Quadrat. Ich hoffe, du konntest diese Fragen selbstständig lösen und falls nicht, sieh dir das Video gerne nochmal erneut an. Bis zum nächsten Mal.